Guten Tag und herzlich willkommen auf einem neuen Format auf meinem Kanal namens Daily Ranking. In dem werde ich versuchen, mich jeden Tag so circa 15 Minuten in irgendeiner Art von Rank in einem Spiel und irgendeiner Art von Ranking zu verbessern, beziehungsweise das zu spielen und dann halt über die Zeit besser zu werden. Wir fangen an mit Rocket League. Ihr habt gerade schon gesehen, dass mein Rank ist. Challenger 3. Wir spielen hier mal die 3 gegen 3 Playlists, beide Rankings. Ich werde versuchen, wie gesagt, täglich da ein Video um die 15 Minuten hochzuladen. Das bedeutet bei Rocket League 3 Runden. Vielleicht wird es auch mal eine Runde Atlas Reactor. Das wäre dann halt eine Runde. Wenn natürlich ein Match länger dauert, dann wird das Video natürlich auch entsprechend länger. Damit sollte eigentlich alles geklärt sein. Momentan bin ich ein bisschen krank. Ich hatte Schnupfen. Jetzt geht es gerade in den Hals zum Husten über. Deswegen, wenn ihr stumme Stellen im Video habt, wo ich nicht so viel, wobei ich wahrscheinlich generell nicht so viel sagen, werde mich vor allen Dingen hier konzentrieren und ranken wollen. So. Oh. Direkt mal schlecht angefangen. Ja, hat er echt gut da oben erwischt. War für mich nicht mehr viel zu tun. Ist auch natürlich dann mein erstes Spiel am Tag, deswegen hoffe ich mal, dass ich dann mit der Zeit ein bisschen besser werde. Wo ist unser dritter Mann? Da ist unser dritter Mann. Ich hasse diese Map, weil ich immer nicht sehe, wo die Leute sind. Ich bin üblicherweise in Rocket League ein bisschen defensiver Fahrer. Und mache dann eher solche Spielzüge. Oh fuck. Oh fuck. Double fuck. Ich bin ja mal wieder hinten. Ja, dass es gut war, bezweifle ich mal ein bisschen. So, wieder hinten. Dann nochmal abgewehrt. Ich habe nur den Boost nicht bekommen. Warum springt er an mir vorbei? Das verstehe ich nicht. Ja, er kickt mich halt noch weg. Und dann ist er nicht mehr da, um den abzuwehren. Oh Mann. Wenn ihr natürlich Fehler seht, dann dürft ihr mir die gerne hinschreiben. Vielleicht mit Konstruktivvariante, was besser gewesen wäre in dem Moment. Nein! Ach, ja, wie sowas, dass man da hochspringt. Das war richtig dumm. Ich dachte, da kommt viel schneller der Ball und dann kommt er halt super langsam und fällt runter. Ich spiele es trotzdem noch zu Ende. Wir haben noch 4 Minuten. Ah, nicht vorfällt das nicht. Strengt euch an, Jungs. Ja, danke. Ach, verdammt. Hat er gut, nur einen Tor weggeholt. Die nehmen mir aber auch gerade jeden Boost weg. Meine Fresse. Ich spiele gerade richtig Kacke. Und ich dachte halt, unser Mitspieler geht eigentlich ran, deswegen habe ich kurz angehalten. Oh fuck. Ach, nee, da war ich nicht schnell genug. Wir spielen hier 3er Solo, okay. Dass da jemand im Tor war, habe ich ja nicht gesehen. Komm schon, Jungs, jetzt mal vorspielen. Nicht so langsam. Ach, war halt schneller dran. Ich wollte den Ball versuchen, erstmal zu treffen an der Wand, was ich nicht so einfach finde. Und dann war der Gegner halt schneller. Dumm gelaufen. Fängt ja richtig gut an, meine erste Folge. Ja, zumindest habe ich noch ein Tor gemacht. Mein Ehrentor.
Müssen nur zwei solche Tore machen. Kommt schon, Jungs, der ist für euch. Vorlage. Viel zu früh geflogen, der Tübi. Oh Gott! Wo kommt der denn her? Ach, das ist der nächste, der genau da steht, wo ich hinspiele. Und die Ecke ist scheiße. Und dann nochmal dran fliegen ist noch schlimmer. Ach ja, jetzt lass den Ball doch mal von jemandem von hinten klären. Der da ordentlich Schwung drauf geben kann. Nicht solche Krüppelbälle. Ich verstehe es nicht, warum die Bälle so viel Schwung verlieren, wenn die irgendwo dagegen ditchen. Das kann ich irgendwie nicht einschätzen. So. Ich raff's nicht. Ich kann die nicht einschätzen, wenn die von der Wand wegspringen anscheinend. Ich brauche den Boost vor allen Dingen. Okay, wenn keiner macht, dann muss ich die machen. Jetzt stehen sie hinten drin und machen nichts mehr. Ist das euer fucking Ernst? Ach, verdammt. Also solche Fehler weiß ich. In dem Moment, wo ich mich dann ärgere, wisst ihr, dass ich da schon genau weiß, dass ich da was falsch gemacht habe. Die Runde habe ich schlicht angefangen. Am Ende ging es sogar. Aber meine Mitspieler waren halt noch schlechter, muss ich einfach mal. Ja, wobei, man soll es nicht auf die Mitspieler schieben. Also ich versuche es mal nicht auf die Mitspieler zu schieben. Ich habe halt einfach schlicht angefangen. Und damit habe ich es verkackt. Dann waren die nämlich schon nicht mehr motiviert. Das ist halt ungünstig. Ich hätte euch nur zeigen können, welche Präferenzen ich bei den Arenen eingestellt habe. Fällt mir gerade so ein. Ich habe die Neo-Tokyo-Map ausgewählt als doof. Oder als spiele ich nicht so gerne. Und die neue Starbase-Map. Das sind die beiden, die ich nicht so gerne spiele. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr den jetzt wieder zu uns kriegt, wieder. Nein, nicht mein Job. Das ist mein Job. Das wäre mein Job gewesen. Das ist auch nicht mein Job. Der ist mein Job, den zu clearen. Und der war auch mein Job, den wieder reinzubringen. Hat eine Vorlage und ist wieder keiner da. Oh. Ich gebe mir Mühe, nicht so über Mitspieler, also über Verbündete drüber zu springen, um denen sozusagen nicht die Bälle wegzusnacken, weil dann springen die ja ins Leere, was nicht viel bringt im Team. Tja, und der hat auch nichts gebracht. Hm. Wow! Ach, verdammt. Du. Oh Gott! Zum Glück bin ich da noch einen Weg gefahren. Und da habe ich aussehend auf meine Markierungstaste für Replays gedrückt. Kommt schon, Vorlage zum Fliegen. Dass ich ihn anhalte, war doch klar, oder? Dass ich den für ihn anhalte, er über mich drüber springen soll zum Rauskicken, war doch klar, dachte ich. Wow.
Much skill, such wow. Oh, da ist er ja schon. Na, dann ist mal auf zum Tor. Ach, er erwischt ihn halt noch. Na, dann brauche ich da nicht ranspringen. So. Komm schon! Attacke! Ja, den ersten halte ich halt, dann steht er nicht im Tor, der zweite. Das ist Guillaume, wäre dein Job gewesen, da ins Tor zu fahren, anstatt dort rumzuspringen. Schade, dass die Leute die Rotation noch nicht ganz verstehen. Oh fuck. Oh Gott! Quetschte ihn halt durch die Gegend, ey. Ach komm schon! Ach. Komm schon, jetzt aber mal Angriff von euch beiden. Irgendwie hatte keine Lust, der Guillaume anzugreifen, glaube ich. Oh fuck. Clear Ball. Ja. Wäre da mal eher rangesprungen. Musste ich an meinem Teammate vorbei. Also ich hatte das Gefühl, ich muss an ihm vorbei boosten, weil er halt einfach nichts gemacht hat. Er ist nicht zum Ball gesprungen. Null, nada. Und dann möchte ich eigentlich auch nicht aufgeben, weil die Gegner sind gar nicht so gut. Nur meine Teammates sind wieder super passiv. Ja, geil. Den Asibux kann ich reporten. Report, unsport, misconduct, conduct. Wenn er hier nur auf K rumlümmelt. Oh, Guillaume strengt sich jetzt wenigstens an. Auch wenn er wieder bei mir... Der hat noch nicht verstanden, wie die Taktik ist, oder? Der trifft ja die Bälle jetzt ganz gut, aber der hat die Taktik nicht verstanden. Ich komme nicht hoch genug dafür. Weil der fährt wieder auf... Das ist so ein Kandidat, der fährt auf jeden Ball. Egal, ob dein Team in der Nähe ist oder nicht. Nimm jeden Ball mit. Komm schon, irgendjemand wird doch mal so eine fucking Vorlage abnehmen können. Oder nicht? Ja. Ja, Asibux left. Dankeschön. Da hat jemand zu viel Salz in seinem Leben. Ach, jetzt bin ich auch noch alleine. Nice. Ich spür's zu Ende. Ist ein bisschen Torhüter-Übung. Tja, wenn der reingeht, habe ich natürlich Pech. Macht er jetzt nicht mehr. Ja, macht er noch. Na gut. Da habe ich ja noch zugeguckt am Ende. Das war auch egal, war die neue Ergebniskorrektur. Das sind ja drei Leute, die auf ein Tor fahren. Das ist ein bisschen scheiße. Sowas verstehe ich nicht, warum man da wieder rausgeht aus einem Match. Das ist doch Quatsch. Man sollte wenigstens den Anstand haben, das zu Ende zu spielen. Machen wir beim Fußballspiel auch nicht, dass man einfach vorher vom Platz geht, weil man denkt, es ist eh verloren. So, damit bin ich wieder Challenger 2. Ich war mal fast Challenger Elite. Fast. Aber nicht im Solo 3 gegen 3. Nicht an einem 31.12. am Wochenende. Aber wie gesagt, es soll ein Daily Ranking werden, also muss ich jeden Tag auch ein bisschen was machen. Dann werde ich auch am Wochenende spielen müssen. Da geht es am Wochenende runter und bestimmt in der Woche rauf. Ja, zumindest meine Vorhersage. Jetzt haben wir schon mal in der ersten Folge sind, ne?
What the fuck? Den muss ein bisschen rumspielen, damit die den nicht kriegen. Wow. Nice. Da kommt doch ein schöner Schuss raus. Hab ich zwar keinen Assist für gekriegt. Aber war echt gut gespielt. Ich gehe mal davon aus, die Randoms nehmen den Ball, deswegen. Oh fuck, es war zu spät. Oh nein, ich gehe ins Tor. Wenn da alle ranfliegen, gehe ich ins Tor. Ja, verdammte Kacke. Ach Gott, wo kommst du denn her? Was wollten die alle in der Ecke, wo ich schon drin rumstehe seit 3 Minuten? Ah, den kriege ich nicht. Das hat man halt davon, wenn man sich auf die Randoms fahren halt an mir vorbei. 2 Leute fahren an mir vorbei und dann kommt halt so ein Schuss raus. Ach, Mann. Okay, in der Runde darf ich also wieder nur defensiv spielen. Angriff ist hier nicht. Das wollen die machen, auf jeden Fall. Und ohne Kompromisse. Und den habe ich richtig scheiße mit meinem Arsch gestoppt. Mann, ey. Manchmal denke ich mir aber auch, ey. Warum mache ich sowas? Also er ist ja gut im Angriff, aber er hat halt keine Lust auf irgendwie Verteidigung zu übernehmen. Sieht zumindest danach aus für mich. Und der andere ist auch direkt. Oh gut, das ist normal. Wenn ich Boostron gebe, nehme ich dann die Verteidigung hinterher. Dann kann er nämlich mit rausfahren. Ich bin mir juckt jetzt schon den Fingern, das auch zu versuchen. Aber die machen ja ein Tor nach dem anderen. Von daher kann ich mich auch im Kreis drehen. Und das sind schon echt gar nicht so schlechte Tore. Da auf die lange Ecke zu zielen. Bin ich denn hier? Ne, ich bin nicht im normalen 3 gegen 3. Ich dachte schon, dass die irgendwie zusammenspielen, aber ne, machen sie nicht. Na dann wird es ein bisschen langweilige Runde jetzt. Mit hinten stehen. Und wenig Punkte. Hui, er droppt nicht genug. Ne, den mache ich nicht. Ich mache keine Rückwärtssalt, die Dinger. Das ist aber meiner. Ich brauch's mehr Boost mitnehmen, zwischendurch fahren. Jetzt bin ich auch so weit vorne. Verdammt. Oh, hätte ich fast mal eine Vorlage gemacht. Fast. Aber nur fast. Ach. Sollte man nicht beide danach springen? Er fliegt wieder raus. Die Bälle fliegen ja echt ganz schön weit gerade hoch. Warum trifft er denn den nicht? Ach, komme ich nicht hoch genug. Durchboosten müssen von Anfang an, um da hoch genug zu kommen. Oh oh. Das war aus Versehen. Ach Gott, er kickt mich halt echt von der Linie. Oh oh, nicht tun. Nicht gut.
Lol. Ach nein. Habe ich nicht mehr richtig gesehen. Wirklich, kaum gehe ich aus der Verteidigung. Oh Mann. Dafür habe ich aber dann halt die wenigsten Punkte, weil ich die Verteidigung übernehme. Ach, das wollte ich boosten und drück A, Mann. Ich bin halt doch krank. Nein! What the fuck, Mann? Er verlängert ihn ins Tor. Da, warum fährt er so dran? Warum boostet er so voll ran? Hätten eh nicht mehr gekriegt. Nie und nimmer. Oh Mann. Dieses Ranboosten an den Ball hat es jetzt gerippt. Komm schon, ihr habt so gut angefangen, ey. Oh, und ich mache hier totale Crap-Scheiße. Ach, verdammt, zu spät. Warum? Warum nimmst du den Ball immer mit? Ja. Genau, damit er dann direkt schön oben vor unserem Tor rumfliegt, oder was? What the fuck machst du, Mann? Ich raff's nicht. Wir spielen bald zweimal in unsere Richtung mit voller Wucht. Mit voller Wucht. Das verstehe ich nicht. Da rede ich mich auch drüber auf, weil das sind vollkommen unnötige Vorlagen für den Gegner. Ja. Ich kann mit dem Typen nicht spielen. Der ist ja auf Krawall gebürstet hoch 10, Mann. Entspann dich doch mal, Sifo. Du Tiefkühl-Sifo. Schön, dass du das gemacht hast, aber... Meine Güte. Der ist ja vielleicht ein verkrampftes Etwas. So, da haben wir zumindest nochmal die dritte Runde gewonnen, meine ich. So. Okay, der wird jetzt Gender 3. Okay. Jetzt bin ich Division 5 wieder. Alles klar, also das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Zum 1.1. wird euch das hier beglücken. Bis dahin, viel Spaß und bleibt mir treu.